Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 3. Und das hier ist der letzte Part von diesem Let's Play. Wir sehen hier noch das Krasse, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Denn Spezi ist jetzt ein Sim und ich habe ihn ein bisschen umgestylt. Er hat trotzdem noch diese imaginäre Freundkleidung an. Aber ich finde, seine Haare sind jetzt ein bisschen cooler. Jetzt die Frage, was machen wir in diesem letzten Part? Mein größtes Ziel ist auf jeden Fall, dass wir Rileys Lebenswunsch abschließen. Denn Riley ist dieser Hauptsim dieses Let's Plays. Und ich finde, sie hat es verdient, jetzt einfach nochmal ihren Lebenswunsch erfüllt zu bekommen. Auch wenn uns das letztendlich ja dann nichts mehr so wirklich bringt. Ich habe für diesen Part die Alterung ausgestellt, weil ich ja keinen mehr umstylen wollte. Weil es sich halt einfach nicht mehr lohnt. Und ich denke, das wird ja alles gut funktionieren grundsätzlich. So, und dann gehen wir jetzt aber gleich auch erstmal alle schlafen. Ist schon wieder spät. Bro, ich cheate sein Energiebedürfnis runter. Das sehe ich nicht ein. Testing. Cheats enabled. True. Oh Mann, auf einmal ist er ganz müde. Blöd gelaufen, wa? Und die kleine Mausi schläft auch schon. Supi! Dann ist ja alles Tutti. Joey ist Vater geworden. Freut mich. Das sieht irgendwie wild aus, wenn er dieses Bild von dem Hund isst und dann isst er dieser... Ich verstehe, dass das ein bisschen anders ist als gedacht, aber... Also, es sieht auch ein bisschen wild aus. Oh, Vincent war da. I forgot. Letztendlich heißt das übrigens, dass ich jetzt so lange aufnehme, bis wir diesen Lebenswunsch geschafft haben. Und wenn es 3 Stunden dauert, ich mach das hier jetzt heute. Warum will sie die ganze Zeit noch ein Kind? Nein. Oh, warum ist hier noch alles dreckig? Igitt. Sie wird natürlich trotzdem arbeiten gehen und so, ne? Aber zu Hause wird gehasselt. Oh mein Gott, er macht Waffeln. Wie süß ist er denn? Oh, er ist glücklich, weil er zum ersten Mal geschlafen hat. Wie süß ist das denn? Oh, und Adrian fühlt sich heute mies. Ava auch. Slack die ganze Zeit so ein bisschen. Ich habe einfach Angst um mein Leben, okay? Freundschaft mit Riley beenden. Hallo, das ist deine Mutter. Was soll denn das? Ihr geht alle zur Schule. Ist wichtig. Und Sophia badet den Hund. Und du hast Spaß in der Backen. Also ist alles gut. Ach ja. Ich habe vergessen, dass wir ihn ins Mausoleum gesteckt haben. Geil. Heute ist Musetag. Steht hier zumindest, aber anscheinend ja nicht. Aber ich habe keine Nachricht bekommen darüber. Oh, dem geht's, glaube ich, nicht ganz so gut. Naja. Dinge passieren, ne? 446, naja, das ist ja in Ordnung. Kann er nicht irgendwie einen Prank machen? Ist ja übel lustig. Sieht nicht so aus. Gemein. Ich hätte gerne einen Prank gemacht. Schreibe einen Hammerartikel und bringe ihn zur Buchhandlung. Okay, können wir ja nebenbei machen. Oh, wir haben schon einen Artikel. Und können wir den nachher einreichen? Nicey. So, jetzt hat sie den Hund gebadet und jetzt stinkt sie selber. Was ist mit dem Briefträger? Der chillt hier immer noch. Hast du keine anderen Hobbys, oder? Stacy hat Level 4 in Reiten erreicht. Ich weiß nicht, wer Stacy ist, aber freut mich für dich. Wir haben aber noch mehr Post. Das müssen wir gleich uns erstmal angucken. sie wünscht sich, ein Xylophon zu kaufen und eigentlich können wir das machen. Weil, was soll der Geiz? Ja, an dem Punkt ist es auch irgendwie ein bisschen egal, ne? Das kann man bestimmt noch schöner machen. Ja, hier, guck mal, ein Weiß. Toll. Du hast ein kostenloses Exemplar des neuesten Buches Wie wird man witzig von Riley Wagner halten. Woo! Ava hat in der Post ein Geschenk erhalten und einen Brief für Adrian von Tanya Black. Tanya. Eine Hauspflanze. Das soll eine Hauspflanze sein? Die hat doch noch nicht mal eine Vase, oder? Ich hasse mein Leben so sehr. Warum ist das abgestürzt? Riley hat dieses Mal nicht die Gelegenheit bekommen mit dem Artikel, was ich sehr, sehr frech finde. Apropos Riley, sie ist wieder da. Heute war der erste Jahrestag der Arbeit von Riley am Arbeitsplatz. Ihre Kollegen haben zu dem Anlass eine Party veranstaltet. Wie süß ist das denn? Oh, und ich habe ihr jetzt auch so eine Stapelkiste-Dingsy gekauft, weil sie hat eh nichts Besseres zu tun. So, und dir geht's gut? Dann schreib ein Buch. Was schreiben wir? Born Horrorroman. Geil. Da habe ich Bock drauf. Ich würde sowas nie lesen, aber ja. Düsteres Geflüster. Oh mein Gott, ich habe eine Idee. Was, wenn wir es mein imaginärer Freund nennen? Aber es ist halt eine Horror-Story von dem, was Ava erlebt hat. Geil, wir sollen essen gehen und kriegen dafür Geld. Ja, bin ich dabei. Wow, also guck mal, ich hatte doch gesagt, er könnte so ein Player sein, ne? Also die finden ihn alle toll. Lieb's. Sophia hat schon wieder eine Einladung bekommen. Ich habe mal keinen Bock auf Partys. Lass mich in Ruhe. Ja, dieses mit dem Regenbogen-Edelstein, das kann ich jetzt eigentlich auch löschen, ne? Bass im Park spielen.
Wann hast du denn mal Bass gespielt, Girl? Wer als Kleinkind viel mit der Steckbox spielt, wird als Erwachsener logisch denken können. Toll. Warum wird sie ja nicht immer angerufen? Es vergeht wirklich keine Sekunde, wo sie nicht angerufen wird. Ja, Sophias Wunsch kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Level 7, Sie hat absolut gar keinen Spaß in ihrem Leben. Wie wär's, wenn sie einfach mal ein bisschen fernseht? Deutsch ist nicht so mein Ding heute. 35 Simoleons fürs Kapitel. Ich wollte sie gerade selber Gitarre spielen lassen. Naja, dann macht sie es halt so von selbst. Gut. Ihm geht's richtig schlecht. Es tut mir richtig leid, Boy. Junge, er rastet richtig aus wegen dem Fernseher. Nee, lass mich. Oh, Boy. Du musst unbedingt duschen. Geil, alle kommen jetzt zum Fernseher und schauen fern. Einfach schön. Schön, dass ihr eine gute Zeit habt. Aber ich finde, das gehört auch mal dazu, dass man sich zusammensetzt und mal ein bisschen Fernseher schaut. Nur Spezi findet es richtig kacke. Wieso bist du um 3 Uhr nachts wach? Naja, da kann er wenigstens noch seine Hausaufgaben machen, wa? Ich meine, die Zeit ist jetzt ja noch da. Er beschwert sich gerade, dass das Klo kaputt ist, aber er wollte doch lernen, wie man hier Geschicklichkeit lernt. Also let's go. Und er findet es toll, dass er auf der Toilette war. Ich hinterfrage einfach gar nichts. Aber hey, jetzt kann Ava wenigstens immer auf Klo gehen, ohne dass ihr jemand folgt. Ist das nicht schön? Ja, morgens erstmal gamen. Da sehe ich uns. Oh, und sie hat Hunger? Dann kann sie ja in dieses Restaurant einfach gehen. Oh, die machen erst um 11 auf. Ich kann nicht wissen. Dann wird sie wohl doch zu Hause essen erstmal. Sie so, oh mein Gott, ich hasse schmutziges Geschirr. Das ist also same. Aber warum sollte man da mit jemandem so drüber reden? Können sie ja auch... Warte mal, ich hatte doch eigentlich mehrere Kompositionen gekauft, oder? Aber anscheinend nicht. Vielleicht kaufen wir doch noch ein paar. Ja, ein Babysitter. Let's go. Ist sie hier einfach gerade gespawnt? What? Bertha Jünger, woo! Wir haben so viel gemeinsam. Das sagt sie zu Spezi, der ist noch nicht mal hier. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir machen können. Wir haben das Geld ja eh. Unglaublich! Ach, du musst doch nicht den vollen Preis zahlen. Woo! Es ist aber richtig dumm, dass man eigentlich Stars so Rabatte gibt, weil... Also ich sag, wie es ist, aber die meisten Stars haben genug Geld. So, das mit dem Boiler funktioniert cool. Und jetzt... Das kann sie nicht lesen. Das kann sie lesen. Aber ihr Outfit ist irgendwie süß, ne? So, ein Lied hat sie gelernt, jetzt lernt sie noch ein Lied. Also zumindest denke ich, dass das dann dabei auch hilft. I don't know, wird schon passen. Ja, Hammerartikel, ja! Also wenn das nicht reicht mit unserem Roman, dann können wir ja nochmal einen Artikel schreiben und so. Dann passt doch alles! Doppelt und dreifach. Sophia muss heute arbeiten. Und jetzt jammt sie auch noch. Nice. Sie fühlt sich gut damit, dass sie diese Lieder gelernt hat. Hello. Geh mal kurz duschen. Und dann let's go. Fange einen Fisch. Okay. Hier ist ein Angelplatz. Viel Spaß auf der Arbeit, Girl. Der Ball beginnt, was? Entschuldigung. Noel wurde befördert, woo. Irgendjemand wurde degradiert, ups. Guck mal, er hat schon Fisch. Ich bin so stolz auf dich. Er hat sogar 3 Goldfische. Toll. Mann, ihr immer eure Partys. Oh, die Fahrgemeinschaft. Ja, da muss er danach dann direkt hin, ne? Ups. Bertha ist technikfeindlich. Freut mich. Familienbewusst und charismatisch. Das von dir beschaffte Exemplar war perfekt. Yay. Das Buch macht große Fortschritte. Slay. Zum Abschlussball gehen. Wow. Und sie auch nochmal? Jo. Schick, schick. Ja, bei ihm ist das jetzt ein bisschen schwierig, aber darüber reden wir nicht. Oh, so süß. Mit den Schuhen zu rennen, ist aber auch wild. Eine andere Schülerin wollte Ava die Krone der Ballkönigin abnehmen und faselte etwas über ein außerirdisches Relikt. Ava schenkt dem keine Beachtung und ließ sich feiern. Adrian ist auf der Tanzfläche ein kleines Missgeschick passiert und ist auf der Nase gelandet. Was? Ist einfach ein Profi. Die Dekoration ist einfach unglaublich. Ava fühlt sich, als wäre sie tatsächlich unter dem Meer. Wahr. Oh, und er kriegt anscheinend auch eine Krone. Was ist das die ganze Zeit mit den Außerirdischen? Lass mich in Ruhe. Dann kann sie ja mal zu Abend irgendwie was machen. Wie was mit Gemüserollen. Sophia wurde befördert. Yay. Und Riley hat Level 5 erreicht. Level 8. Immerhin. Sehr, sehr cool. Spezi hat 96 verdient. Ja, immer. Also, reicher Mann. Und sie kann noch beim hier essen, oder? Ja, dann kann sie noch essen gehen. Weil sie hat eh Hunger. Dann kann sie das abschließen. Toll. Ich cheate Abbys Energiebedürfnis runter, damit sie gleich schlafen geht. Tanz abgelehnt, in Kampf geraten. Was ist denn mit dir? Das ist das Abschlussballfoto. Und die Krone. Wirb bei 3 Sims für das Restaurant. Nö. Ah, ich habe Move Objects und trotzdem kann ich das da nicht draufstellen. Das ist doch gemein. Ah, da geht's. Aber es ist nicht die richtige Seite.
Okay, dann habe ich mich also um alle gekümmert. Sehr schön. Pferd adoptieren. Ja, moin, ey. Fia ist auch zu Hause und sie geht auch einfach direkt schlafen, würde ich sagen. Scheinbar hat dir jemand ein Geschenk hinterlassen. Ein böser Herr Gartenzwerg. Na, super. Oh, und Bertha Jünger findet Spezi auch ganz toll. Vincent, du Engel. Hier sind noch Sportposter. Die kann er ruhig haben. Ja, dann schreib mal weiter. Hier wird gehasselt, Girl. Adrian hat heute schon wieder keinen guten Tag. Es tut mir sehr leid. Du kannst heute die Schule nicht schwänzen. Es ist Samstag. Klavier lernen, ja, nee. Du kannst sie einfach in dein Schlagzeug setzen. Viel Spaß. Okay, Riley, du darfst erst was essen. Aber es wird langsam Zeit hier. Ich finde es schön, er ist ja Technikfeind, aber er macht selber immer die Musik an. Was soll mir das sagen? Nach Sperrstunde draußen bleiben. Alter, das klingt ja richtig nach einem Gangster. Er kann ja noch mal ein bisschen Sport machen, ne? So, Girl, du bist jetzt Spaß hier voll. Los geht's. Hustle, hustle, hustle. Wie funktioniert das nachher mit diesem Straßenkunst-Ding, sie? Weil er wünscht sich das ja. Muss man das nicht ins Inventar ziehen? Und dann kann man sagen, Bodengemälde. Und dann machen wir das hier so hin. Zu Hause juckt es ja auch keinen, ne? Wenn ihm das Spaß macht, soll er sich ein bisschen austoben. Level 9 der Gitarrenfähigkeit. Und sie kann ja mal Vincent einladen. Es ist Samstag, da kann man schon mal ein bisschen Spaß in den Backen haben. Spezi anschnauzen, hallo? Ich glaube, es macht ihm Spaß. Guck mal, er kann ja so cool sein, er kann das ja auch hier machen oder so. Hier, geh mal hier hin. Dann malen wir die ganze Stadt an. Vincent kommt natürlich vorbei. Hallöchen. Spezi muss schon wieder arbeiten. Ups. Hier romantisch und dann küsst euch. Aber wieso könnt ihr keine Techte Mächte machen, auch wenn die Teenager sind, hä? Ich sehe das Problem jetzt hier nicht. Oh, Riley hat Level 10 der Schreibenfähigkeit erreicht. Ja, ich wünsche euch hier noch viel Spaß, ne? Und sie muss richtig dringend pissen. Ups. Daran habe ich doch nicht gedacht, Mann. Oh, Steckbox Level 3. Ja, hör mal. Hier wird nochmal richtig übertrieben, du. So, wie weit bist du? Hat sie es abgeschlossen? Oh mein Gott! Das kam irgendwie ein bisschen unerwartet, wenn ich ehrlich bin. Riley hat ihren Lebenswunsch erfüllt und besitzt nun allerhand Zufriedenheit auf Lebenszeitpunkte, die sie ausgeben kann. Welchen Wunsch wird sie sich als nächstes erfüllen? 666 bei einem Horrorroman? Entschuldigung? Das ist also 52.000, Alter. Läuft bei ihr. Also, holla die Waldfee. Jetzt ist sie 7 Tage sehr glücklich. Wie süß einfach. Ich finde schön, dass die gerade hier ein Date miteinander haben und die beiden jetzt erstmal miteinander quatschen. Vincent nach Karriere fragen. Okay, gut, dass ihr das noch nie gemacht habt. Und ihr habt hier draußen auch Spaß in den Backen. Einfach schön. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich an der Stelle dann einfach das Ganze beenden werden. Also, mein Fazit ist... Ja, Sims 3 macht Spaß, aber diese ganzen Crashes haben mich sehr oft sehr, sehr nah an meinen emotionalen Zenit gebracht. Es ist halt einfach nicht so performant, wie man sich das wünschen würde. Leider. Und die Grafik ist auch nicht so hundertprozentig mein Fall. Also, ich bin wahrscheinlich immer noch eher Team Sims 4. Aber das heißt nicht, dass ich dieses Spiel in irgendeiner Form jetzt krass schlecht finde oder so. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Mir hat das Let's Play auf jeden Fall Spaß gemacht, aber ich bin auch ein bisschen froh, dass wir es jetzt erstmal beiseite legen können, weil... Also, ich hätte jetzt keine Lust, noch weiter zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht sehen wir die Sims ja irgendwann nochmal wieder. Und ich glaube, ich habe gar keine besonderen abschließenden Worte an dem Punkt. Danke auf jeden Fall, dass ihr auch bei dem Let's Play dabei wart. Es wird kein Nachfolgeprojekt geben, also wir haben jetzt nur noch 2 laufende Let's Plays, die eben gleichzeitig laufen. Das ist aber auch eigentlich mehr als genug. Danke fürs dabei sein. Ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Wir sehen uns dann sicherlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.